alles kaputt geht und über große Opfer und Verlust. Also schon wieder Opfer, ne? So eine Richtung, wohin das gehen kann, dass es Richtung Opfer und Verlust geht. Und auf die andere, dass man siegreich ist oder sowas. Ne? Ich habe den Text nicht mehr so ganz im Kopf. Aber wenn man das Ganze schon mal kombiniert, dann sieht der Dunkle Jones die Opfer. Und die Charakterbeschreibung von dem Fundament ist, dass seine Opfer nicht vergessen werden. Die kann man, das Ganze kann man jetzt kombinieren und sagen, dass das, was auf uns zukommt, dass sich das Fundament opfern könnte. Jetzt kann man aber natürlich sagen, aber... Ich misse alles, Alter. Der hat sich doch schon in den Spire eingesperrt und da war der Zero Point und das war ein Opfer. Theoretisch ja. Theoretisch ja. Och nein. Oh Mann, nein. Junge, immer wenn der mit dieser creepy Stimme ankommt, Stan, immer mit dieser creepy Stimme ankommt, dann kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Es ist immer so. Er kommt mit so einer creepy Stimme an und dann kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Das tut mir leid, aber es ist einfach so, wenn der so mit so einer komischen cringe Stimme kommt. Ach nee. Es ist so witzig. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter lachen. Ja, man kann natürlich sagen, dass das der Zero Point bzw. der Spire in Season 6 an sich ja auch schon ein Opfer war. Er hat sich geopfert, um sich in einzusperren, um das zurückzuhalten, damit die ganzen Realitäten nicht auseinander... Ja, aber tschüss. Wie lange hält der Typ denn überhaupt durch? Der hat sich damals in Season 6, muss man mal sagen, hat er sich in den Spire eingeschlossen. Und jetzt lebt er halt immer noch weiter und jetzt will er sich nochmal opfern gegen die Würfelkönigin. Also, wenn er den Kampf auch noch überlebt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ist ja auch schön und gut erstmal, ne? Falls kann man es soweit sehen, kommt. Aber wie gesagt, 12, die Charakterbeschreibung war, wir konnten die theoretisch nicht sehen. Wir konnten 12, die nur sehen, weil Liga die Charaktere aus den Spielerteilen rausgefischt haben. Ne? Sonst hätten wir nie im Leben gesehen, dass er irgendwelche 5. Opfer bringen würde. Aber das Ding ist aber auch so ein bisschen die Formulierung. Seine Opfer werden nie vergessen sein, als ob er tot ist. Das ist die eine Sache. Zweitens, ne, wenn wir den Skin auf dieser Insel spielen wollen, dann muss er irgendwie in die Schleife kommen. Ist er aktuell nicht. Sein Anzug schützt ihn davor, in die Schleife zu kommen, ne? Dass wir den spielen können. Das heißt, er ist bisher noch nicht in der Schleife eingesperrt. Also welche Opfer hat er jetzt gebracht? Der lebt auch noch. Ne, lebt noch, ist weder in der Schleife eingesperrt. Und deswegen, wenn man das Ganze so weiterkurbelt und Dunkler Jones, die sieht auf jeden Fall Opfer, die ihr bringen, gebracht werden und Verluste, dann, dass sich das Fundament, der Anführer, sich opfert, ne, und sich in die Schleife wirft, um die Würfelmonster aufzuhalten. Was sagt ihr, YouTube mich, und Chat? Schreibt ich mal mich rein. Aber nicht drauf verlassen. Ne, meint ihr, da steckt was dahinter? Wird sich das Fundament nochmal opfern quasi und alles aufbringen, um die Würfelmonster zu... aufzuhalten, beziehungsweise auch die Würfelrasse und die Würfelkönigin und sich dadurch dann quasi in die Insel einsperrt, seine Erinnerung. Alter, ich hasse es. Hey, du willst lernen, wie man Musik produziert, Games kreiert, Filme dreht oder Software entwickelt? Falls diese epische Musik und da kommt einfach plötzlich dazwischen Werbung. Verliert und dann quasi Teil dieser Schleife ist. Die Schleife, die er natürlich die ganze Zeit verhindern möchte. Und sein größter Albtraum ist es ja auch laut Batman-Comic, dass jeden Tag weiß, dass Geno den Zero Point kontrolliert und diese Schleife auch so in Gang setzt. Also im Prinzip ist das für ihn sozusagen der größte Albtraum, dass Geno die Kontrolle über ihn hat und über den Zero Point und er gar nichts mehr machen kann. Das wäre schon ein großes Opfer. Aber ne, natürlich können auch die Würfel siegreich sein. Ne? Dass er sich sogar zwar opfert und so weiter und vielleicht das Schlimmste verhindert. Aber trotzdem, dass natürlich die Insel kaputt geht. Dann gehen wir Richtung Chapter 3 Theorie und auf die Flipside. Ne? Ihr wisst Bescheid, dass viele YouTuber und so weiter gerade Flipside quasi reinwerfen und dass da was reinkommt. Ne? Davon haben wir bisher auch noch nicht so viel. Flipside würde dafür sprechen, dass wenn das Fundament sich opfert und dabei verliert, dass wir dann tatsächlich ja auf die andere Seite der Map kommen, wie in Season 5 im Trailer, wo Jonesy durchgeflogen ist, durch die Brücke, dass wir quasi den umgekehrten Weg nehmen. Ja, wir fliegen durch die Mitte, rüber auf das IO-Hauptquartier, wo es keine Schleife gibt. Wo es keine Schleife gibt, wo wir dann auf die andere Seite kommen und dann der perfekte Übergang natürlich zu Chapter 3 sein könnte. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Twitch-Chat macht schon wichtig und richtig. Aha. Gleich ist der Foundation der Live-Event-Skin. Na, ich glaube, wenn das Fundament wirklich sich opfert und in die Schleife reinzukommen,
Dann, dass er natürlich genauso wie Agent Jones in Season 6 dann auf einmal im Battle Pass verfügbar ist. Ja, und das wäre natürlich auch ein perfekter Skin, um jetzt natürlich ein neues Chapter einzuleiten oder eine wunderschöne neue Season. Ne, dass man da wieder das Fundament reinbringt, ein sehr beliebter Skin und auch storytechnisch relevant und. Das Ding ist halt bei den IO-Agenten wie Agent Jones und so weiter, die sind ja schon unzählige Male auf dieser Insel Mann, gewesen. Junge, halt aber doch dein Maul, du Bastard, um da wieder Alter. Rauszukommen, zum Beispiel dass die Portalkanone und. Und von Jones gibt es ja zig Schnappschüsse, sagt er immer wieder, ne? Ich habe schon so viele Schnappschüsse. Bunker Jones ist eines der ersten und was auch immer. Und natürlich auch genauso Dr. Sloan, ne? Die ist zwar jetzt auch auf der Insel und somit auch in der Schleife, aber die hat die Möglichkeit, herauszukommen. Während hier das Fundament bisher noch gar keinen Schnappschuss hat, weil die Schleife von ihm noch nie quasi Besitz ergriffen hat, weil er seinen Anzug hat, der ihn davor schützt. Ne? So ein bisschen noch Background, warum es das hat. Wobei man sagen muss, das ist wahrscheinlich nicht immer hundertprozentig konsistent, weil Fortnite natürlich auch immer wieder neue Story-Elemente reinbringt, die ja später Sinn machen und deswegen in der Vergangenheit vielleicht weniger Sinn machen. Fundament ist ja schön und gut, aber der ist ja nicht alleine. Ne? Die IO ist ja auch noch da, Dr. Sloan im Berg unten rechts. Ne, vielleicht wird sie sich auch irgendwie opfern müssen oder so, weil ne, da kann ich mir echt gut vorstellen, dass die IO als auch die Sieben sagen dann von wegen, hey, wir haben einen größeren gemeinsamen Feind, der gerade versucht, alle Realitäten zu zerstören. Die Würfelkönigin vernichtet gerade hier alles. Ne, da ist keine Zeit zum Streiten. Lass uns zusammenarbeiten. Vielleicht wird ja auch Dr. Sloan wieder mal den richtigen Snitch machen und das Fundament irgendwie hier reinschmeißen oder dass er sich opfern muss. Ist auch eine Möglichkeit, ne? Kann ich ihr auf jeden Fall sehr gut zutrauen. Das wäre das perfekte Fressen. Er könnte die Würfelkönigin aufhalten. Dr. Sloan würde das Fundament in die Schleife schmeißen und quasi doppelt siegreich herauskommen. Nur da, um vielleicht danach in Season 9 zu landen. Das ist die andere Alternative. Das ist natürlich die andere Alternative, die zwei Möglichkeiten, ne? Wir haben einmal Chapter 3 auf die Flipside zu gehen, auf die andere Seite der Karte. Aber auch natürlich, wenn das Fundament siegreich ist und die Würfelkönigin auffällt, dann sind wir natürlich in Season 9, ne? Ja. Schreibt runter in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Würde mich natürlich brennend interessieren. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Ne? Aluhut wurde durch ein Cappy ersetzt. Ist so. Auf dem zweiten Kanal gerne vorbeischauen. Dort findet ihr Reactions und weitere Stream-Highlights. Würde mich natürlich mega freuen. Abo-Button und Glocke, wenn ihr es bis hierhin nicht reingehauen habt. Und natürlich, ob die 10.000 Likes geschafft wurden. Würde mich natürlich mega freuen. Und gebt mir Flosse. Ja. Ja, den Killer habe ich noch bekommen, Leute. Ich bin nicht gestorben an dem. Ob Jobs, Immobilien, Auto oder Freizeit. Bei meinestadt.de findest du das Passende für dich. Moin Leute, Trimax hier. Heute ist es endlich soweit. Wir öffnen das Pokémon Celebration Jubiläums-Pack. Reaper ist mit dabei. Wir werden beide 4 Elite-Trainer-Boxen öffnen. Also jeweils 10 Booster, das heißt jeder 40 Booster. Und wir haben uns jetzt wirklich drauf geeinigt. Oh derjenige, Gott. Der die bessere Karte zieht, bekommt vom Verlierer die beste Karte. Die beste Karte ist Glurak. Dann gibt es noch so ein wunderschönes goldenes Mew. Geile Karte. Fantastisches Nachtara. Ein unfassbar geiles shiny Karpador. Das ist nicht das letzte Opening. Ich möchte das Fängt der schon wieder an, Alter. Deswegen. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal da. Es ist so ein schönes Jahr, 25-jähriges Jubiläum. Da sind so viele Karten drin, aus den letzten 25 Jahren, die einmal da reingelegt wurde. Sowas wie das dunkle Glurak oder ein Zapdos aus der Team Rocket Edition oder Rubin und Saphir. Der macht gerade 4 Celebration-Boxen auf. Also wirklich Wahnsinn. Und jede Karte... Ja, als ob der Ru da war. Junge, call doch mal, Junge. Eine ETB zusammen öffnen. Also immer, wir öffnen eine ETB und dann warten wir. Nicht, dass ich jetzt irgendwie 40 öffne, während du nur 28 geöffnet hast oder so, ja? Ja, das wollen wir nicht. Die Promo immer rausholen und auf jeden Fall raus. Legen. Ganz wichtig. Niemand callt, dass die Runde links war. Niemand. Aus englischen ETBs. Bist du dumm? Oh Gott, das ist die schönste Promo. Die muss er mir mitbringen. Wo ist die? Oh, Max, du kannst doch nicht so ein Anfänger scheiße, sein, wenn du so viel Scheiße, das hat mir keiner gesagt. Guck mal, was ist ein Goldstar Greninja? Was eine geile Promo. Oh mein Gott, ich hab die bei Romanza gelassen. Wir sehen uns ja übermorgen. Alles gut. Also, wenn ich heute keinen Glurak ziehe, bin ich, Digga, dann bin ich pissed. Okay, dann gehen wir einfach instant in Celebrations rein. Instant in Celebrations. Oh, das ist geil. Ich bin ready. Öffnen wir unseren ersten Booster. Ist immer an dritter Stelle, kann immer der Hit sein, ne? Ivital, Zekrom. Jetzt kommt schon, ich hab Lugia, kein Hit. Die sehen alle so geil aus, ne? Ach, Mann.
Surfy Pikachu wie als letztes? Sleeft man das? Pikachu wie? Surfy Pikachu wie? Oder ich hab davon schon sehr viele. Kann man sleeven? Ach Digga, bist du bescheuert? Mein sechstes Tour-Talk, ey. Ich hab noch kein Tour-Talk. Digga, du ziehst deinen ersten Booster Tour-Talk. Ich hab viel mehr aufgemacht als du. Ja, Reapers liegt vorn. Okay, ich mach weiter. Kyogre und Groudon Back-to-Back. Oh, die sehen so schön aus. Digga, diese Karten, ne? Das könnte in einem anderen Set, könnte das auch locker so eine 50-Euro-Karte jeweils sein. Das dunkle Garados. Nice. Alter, ich hab grad noch davon geredet, wie geil. So eine geile Karte. Ich wollte dieses Glurak eigentlich auch haben. Digga, dahinter ist Surfing Pikachu. Ich wollte dieses Glurak auch haben. Das ist so unwahrscheinlich, dass du das aus so einem, aus so einer ganz normalen Box mit vier Boostern rausziehen würdest. Das ist so unwahrscheinlich. Das ist eine sauschöne Karte. Das ist die Dings, wo man immer den Namen eintragen konnte und die man dann zum Geburtstag so schenken konnte. Ja, genau, den Geburtstag war dann gebannt, weil das zu OP war. Und man konnte den Geburtstag einfach nicht so, nicht immer überprüfen. Deswegen habe ich da aufgehört. Und ich habe einfach zwei von diesen blöden Zapdos. Geburtstag in jedem Turnier. Ich bin da so abgefuckt. Ja, aber was für eine Scheiße, wie unprofessionell. Die habe ich auch noch nicht. Alter, den brauche ich auch noch. Garchomp. Garchomp, geil. Alter, ich habe heute gut Glück. Ich will auf jeden Fall das Set voll kriegen. Das ist geil. Sehr schön. Garchomp ist jetzt noch mal geiler, weil wir ihn so viel in Pokémon Unite gezockt haben. Ah, cool. Lugia, Groudon und dahinter. Oh mein Gott! Ja! Im ersten ETB! Und du weißt, was das heißt! Du weißt, was das heißt! Ich muss auch ein Glurak ziehen. Du musst auch! Es ist die beste Karte! Du musst auch Glurak ziehen! Als ob der nichts reingeht, Alter! Was? Was haben wir noch dahinter? Alter! Was? Ey, cool, ja, das war's! Das war's! Links! Das war's! Er ist links an der Ecke. Ey, wir sind noch nicht fertig, Meister. Als ob du jetzt noch einen Glurak ziehst, Digga. Halt's Maul, Digga. Wir sind noch nicht fertig, Mann. Ich bin der beste Pokémon-Trainer, den es gibt auf der Welt. Ich gewinne jedes Pack-Duell gegen dich. Ich krieg trotzdem zwei Buddy. Ja, gegen dich. Alter, das ist es. GG's. Das sieht auch top aus, Alter. Hey, Glückwunsch, Mann. Oh, danke, Mann. Jetzt habe ich echt Nasenbluten, aber. Vielen Dank für die Glückwünsche, Leute. Es ist so geil. Es ist so geil. Was hast du denn? Glaube ich sogar, ne? Professor's Research. Kostet der 100? Ohne Wertung? Ohne Grading kostet der schon 100. Krank, du hast jetzt schon durchgespielt, Alter. What the fuck? In 8 Boostern oder so. Also, die Karte kostet 100 Euro? Wie haben wir das gemacht? Cool. So eine Scheiße, ey. Hat du guckst gerade das Video davon Rocket. An, oder was? Auch ja. Eine Holo, mit einem ultra kleinen Holo. Das hab ich auch schon geguckt. Ja, der zieht hat am Ende alle Karten, alle fünf besten Karten. Hier kommt eine richtig, richtig geile Karte. Die fünf besten Karten sind doch die da, also drei davon sind ja mindestens die Starter, ne? Dann, oh mein Gott, du musst jetzt Glurak, dass du was richtig geiles ziehst, weil dann gehört das mir. Glurak, Mew, dann... Ey Leute, pusht mal alle. Welches Mew, das Shiny oder das Ding? Das goldene Mew. Okay. Goldene Mew. Dann Weiterentwicklung von Evoli, so die Nachtara ist es, glaube. Nachtara, ja. Und das sind drei. Ja. Mehr weiß ich gerade nicht. Warte. Rocket Zapdos vielleicht? Nee. Ich weiß ich gerade nicht. Oder sie am Ende sehen. Oder am Ende sehen. Oh ja, okay. Kann sein, vielleicht habe ich sogar eine von den Top 5. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich muss auf Glück hoffen. Das wäre halt geil, wenn ich eine der Top 5 hätte. Reapers und wünsche dir ganz viel Glück fürs goldene Mew. Max ist zu laut, ja. Letztens war der zu leise. Ich schreie auch irgendwie. Nein, da würde ich mich drüber freuen. Die Packungen sind auch ultra geil. Da kann man so richtig. Aber was ich mega weird fand, ich hab mir ja solche ganz normalen Standardboxen geholt, ne? Und rate mal, was ich da doppelt rausgezogen habe. Keine Ahnung. Einmal doppelt Mew, also das ist Standard Mew. Warte, ich kann hier gucken. Dann goldene hier Carpador, oder wie das Ding heißt. Ach, das goldene Carpador, ja. Ja, und dann, keine Ahnung, wie die letzte Karte heißt. Das ist irgendeine EX-Karte. Eine EX? Ja, auf Englisch heißt die Rayquaza. Rayquaza? Oh nein. Also auf Englisch keine Ahnung, auf Deutsch keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall die fünf besten. Ich guck mir das hier in Trimax Video an. Eh deine gekauften Dinger da. Was zum Ende dann sehen. Heute wird noch ein Glurak gezogen. Das goldene Korpador. Egal, irgendjemand zieht noch ein Glurak, sag ich heute. Oh nee, du nicht. Ja, weißt du, ich würde gerne... Weißt du, was scheiße ist, ne? Meine Kollegin hat, glaube ich, drei von diesen Boxen aufgemacht, ne? Ja.
Und sie hat einfach das Glurak gezogen. Ich mache nur solche Standarddinger auf und ich glaube, ich habe auch schon 3, 4 von denen geöffnet und in keiner Box war ein Glurak drin. In keiner. Also das waren solche Standard-Plastikboxen, nicht so diese Top-Trainer-Box da. Ich habe so diese Standard aufgemacht und ich habe 3, 4 Stück davon aufgemacht und kein einziges Glurak bis jetzt. Kein Starter, nix. Alter, was sind wir beide in die Glurak abgefuckt. Dann, die nächste Person, oder? Aber oh, trotzdem, ich habe 2-mal Rockets Zapdos gezogen und 2-mal Mew. Oh mein Gott! Holy shit! Damit habe ich die beste und die zweitbeste. Okay. Einfach noch nach Tara hinterher. Alter! Ey, jetzt mache ich mir gar keine Sorgen mehr. Ich bin so ein guter Trainer. Ich hab's so gehasst. Das war's ja wieder komplett. Junge, du rasierst ja komplett mit 2 ETBs. Ich habe einfach 2-mal Rockets Zapdos gezogen. So eine Scheiße. Oh mein Gott. Ich hab auch keine Nachtara. Oh mein Gott. Oh mein Gott. An dem Spot hätte ich lieber einen Glurak, Turtok oder einen Visafloor gehabt. Dann lass dich doch von Ghost Juden. Das wäre mir lieber gewesen als dieses Rocket Zapdos. Ich hab noch nicht mal eine Karte bis jetzt gezogen, die ich noch nicht habe. Oh, let's go. Wichtig hatte ich noch nicht. Ach, echt nicht? Ja, stark. Reaper hat gerade die 5 beste Karte gezogen. Mega Rayquaza EX. Wichtig. Digga, willst du mich verarschen? Rayquaza. Ist das normal? Mit den Pikachus? Eben, der Junge ist so ein Hacker-Gefühl. Junge, er gibt mir einfach Run-Gun Instant Headshot. Ich check es. Vor allem, wieso zieht der da und die ganze Zeit mit Pikachu? Oh! Das Shiny Carpador. Die beste Karte! Ey! Das war's, Digga, Reapers. Das war's. Wir können auch noch einfach so weiterziehen. Lass kalt weg. Oh, du hast noch einen Turtok, Digga. Digga, was ist das? Turtok! Shining Carpador. Digga, ich hab einfach. Ich kann nicht 7 Turtoks ziehen. Oh, ich hab auch keinen Turtok. Ich weiß nur nicht, ob dieses Rockets Zapdos überhaupt was ist, Alter. Jetzt hab ich da schon 3 Stück von. Ich zieh heute noch so doll New, Alter. Ich mach das Ding heute noch fertig. Ja, ich hab letztes Mal für 800 Euro gezogen. Und am Ende hatte ich nur noch 80 Euro. Also im Schnitt macht man mit Pokémon 80-90% Verlust. Ich bin schon ein bisschen heiser, scheiße. Mach das nicht nach. Das ist nur Hobby, es ist wirklich nein, nur Hobby. Es ist nur Hobby. Es ist 80%, wenn ihr damit Geld machen wollt, vergesst es. 80% Wertverlust, immer. Wenn ihr Karten haben wollt, kauft sie euch. Die zu ziehen könnt ihr knicken. Oh mein Gott, was ist das, Digga? Die hab ich auch noch nicht. Ernst? Holy shit. Aber die ist tatsächlich nicht so selten. Ist nicht so? Die ist aus Black and White. Die gibt's auch das andere. Ich hab noch das Zusatzding in Weiß, ne? Oder ist das das? Reshiram. Ja, Reshiram und Deckrom. Die zwei sind so full art. Junge, wir haben viel. Junge, vor allem Ding. Die ist schon sehr geil. Und die fehlt mir auch. Meine Mage spielen alle Duelist. Also wir haben 4 Duelist und 1 Supporter. Und ich als Supporter bin einfach Erster. Hat der gerade geheult, Chat? Hat der gerade geheult? Bestätige Heulung eingeleitet. Ja, Alter, du hast 7 Turtoks, ihr habt 0. Komm, ich habe jetzt auch schon 10 ETBs aufgemacht. Das ist 100 Booster. Oh mein Gott, noch ein Garchomp. Wieder. Den musst du mit mir tauschen, wenn ich den nicht ziehe. Dark Garados, let's fucking go. Link. Oh, noch ein Mew EX. Was? Mew EX? Mein drittes. Ich geh davon so hast du 3? Wirklich halt rum drin. Ja, du hast 3 Mew EX. Sieht aber auch ultra geil aus. Guck dir das an. Oh mein Gott, das gibt es nicht! Es ist die 5 beste! Holy shit! Er zieht Rayquaza EX! Ja! Du Arsch, Alter! Oh mein Gott, das kann nicht sein! Ulti-Trainer nicht? Ja, genau. Ich hab erst letztens einen Rayquaza Full Art gezogen. Außerdem habe ich hier noch die Promokarte von meine Kollegin gekriegt, weil sie die schon hat. Ja, er wird sich auf A teleportiert haben. Quajutsu. Natürlich, als Promo. Ist wahrscheinlich auch nichts wert. Kann nicht sein. Leute, das ist aber so lächerlich, dass sie gar nicht sieben Jungen nur 80 gibt und ihr mir gefühlt. Wir sehen uns gleichzeitig, wir schießen gleichzeitig. Aber ich gebe nur 80 auf Body und er gibt mir 160 auf Body. So lächerlich. Man kann es noch schaffen. Oh mein Gott! Ich hab alles! Was? Das links! Ich pack's nicht. Ey, das ist lächerlich. Das ist das heftigste Pack-Duell aller Zeiten. Ich hab die besten 5 Karten. Ich hab alles. Ich hab alles, Digga. Ich hab alles. Ich hab alles, Digga. Ich hab einfach alle. Ich kann hier nicht rein. Ich hab alle. Ich hab fertig. Ist durch. Ich muss nichts mehr aufmachen. Leute, das ist die beste Karte.
Das ist die zweitbeste. Das ist die drittbeste Karte. Das ist die viertbeste Karte. Und das ist die fünftbeste Karte. Viel Spaß, Reapers. So doll durchgespielt, Digga. Das wird schwierig. Vier ETBs. Das wird schwierig, Digga. Das wird schwierig. Ich habe die fünf besten Karten gezogen aus vier ETBs. Und vorher habe ich acht ETBs gezogen und nichts. Ich hab's einfach. Es ist fertig. Ach stimmt, das darf man nicht vergessen. Du hast 8 ETBs davor gezogen. Ja, da habe ich nichts bekommen. Da wurde ich einfach abgezogen. Ich muss jetzt hoffen, dass du noch was Geiles ziehst, weil dann kriege ich das sofort. Ich darf nichts ziehen, Alter. Ey, das ist aber auch so gut, weil ich so abgezogen wurde beim Opening bei Rumatra. Ja, ja. Da habe ich ja sogar noch eine Bugfight kassiert. Ich würde es mir noch bei mir noch einen Glurak sehen. Weil Mew ist ja nicht der Spot von der Glurak-Karte. Mew ist ja der vierte Spot. Nee. Ja, ja. Könnt noch mal einen Glurak nehmen. Oh, das macht so viel Spaß mit den Reapers. Wir haben Monate drauf gewartet. Ist es soweit? Es kann nicht besser sein. Ich kann das noch nicht ganz checken. Imposter Professor Oak. Hast du den schon? Ja, es war meine allererste Holo, glaube ich. Oh mein Gott, den hatte Xerneas ich auch noch nicht. Xerneas EX, ja, Alter, genau. Sieht der geil aus. Xerneas EX. Sein Arsch. Holy shit, der ist da ja auch noch drin. Oh, Surfy Pikachu dahinter. Was ist denn los hier? Wir zittern, oh Gott. Ja, ich zitter nicht. Forschung okay, des Professors, ist wahrscheinlich auch Schmutz. Mal hier die Leute, Fazit zu ziehen. Bei dir war's bad, ne? Also ich hatte drei Karten, die ich noch nicht hatte gezogen, eine davon nimmst du mir jetzt ab. Also habe ich noch eine Karte und vier ETBs gezogen. Vor allem, ja. Meine Kollegin, die fünftbeste Karte. Vor allem meine Kollegin hat einfach, keine Ahnung, Karte. Ich hab's angesagt, dass ich Rocket Stub das zweimal gezogen habe und sie hat's natürlich in der gleichen Box gezogen. Als die zweitbeste Karte. Wie weird. Dann haben wir natürlich das Glurak, die beste Karte, alles aus 4 ETBs. Genießt das Ganze aber mit Vorsicht. Vorher habe ich 800 Euro aus dem Fenster rausgeschmissen. Das war jetzt das luckigste Opening überhaupt. Wahnsinn. Und jetzt kriege ich noch ein Mega Rayquaza EX von Reapers, weil ich das Ding einfach gewonnen habe. Alter, nee, das ist doch echt Schmutz. Aha, ich hab nicht genug Credits. Für was? Um Typen zu buyen. Okay. Oh, Junge. Leute, ein Video mache ich noch, dann bin ich raus. Ich habe 38 Leberflecke, alle unauffällig. Hm. Auch der haarige. Der hier. Interessant. What the hell? Offline ehrlich, jetzt auf Spotify verfügbar. Ja, was soll ich denn sagen? Trimax hier. Heute öffnen wir zum allerersten Mal das 25 Jahre Jubiläums-Set Celebration von Pokémon. Das geilste Set des Jahres. Mit dabei ist Rumatra und Chef Strobel. Die sitzen gleich hier, dann seht ihr alle. Wir sind bei. Hier bin ich. Hallo. Wir sind bei Rumatra zu Hause. Rave Cards kam gerade extra rumgefahren und hat uns die Sachen vorbeigebracht. Wir werden jetzt erstmal jeder, wir machen natürlich auch ein kleines Special draus, jeder eine Elite-Trainer-Box öffnen. Derjenige, der die wertloseste, loseste Karte zieht, kriegt eine Schelle. Ganz einfaches Format. Wir haben noch ein paar mehr Sachen, Rumatra und ich. Rumatra hat sogar noch eine ultimative Box, das ist sehr heftig. Oh, diese Kameraqualität, Schmutz. Die ist jetzt auf Deutsch, aber die kostet die 300 Euro und die kriegt man nirgendwo zu kaufen. Ja, hier gibt es wunderschöne Karten drin. Wir haben uns das reingezogen vor vier Monaten oder sowas. Matchpoint-Verlängerung. Bisschen. Was ist? Her. Alter, nee, sehr, sehr geiles Death. Design. Ja, da sind so geile Karten drin. Wir haben uns die Cardlist extra nicht nochmal reingezogen. Aber das Lura, klar, das kennt man. Gut. Ja. Okay. Junge, wie das Video verbuggt ist. Nein! Mach deins auf, wie doof. Ich tu das mal weg, das ist meins. Tu das weg. Nee, du musst bemerken, das ist meiner. Nein, das ist doch so. Auf gar keinen Fall aufmachen, ne? Ich nehme die so mit nach Hause. Okay, wir haben nicht so viel Zeit wegen Chef Strobel. Ja, Chef Strobel. Wie geht der Kartentrick? Oh Gott, wie viel sind denn das? Eins. Das sind nur vier Karten immer. Echt jetzt? Das ist ja furchtbar. Vier Karten pro Booster nur, oh mein Gott. Machen wir auch die anderen auf, die anderen kriegen wir auch noch, oder? Kein Trick? Oh! Ist das nicht die Holo? Nee, die hab ich auch. Das ist die Evital, Mann. Ach, die sind, oh mein Gott, was? Die sind die alle so krank? Alle sind Holo? Hübsch. Zekrom, Lugia. Lugia Holo? Sehr hübsch aus. Digga, was Lugia ist das? Lugia hab ich, glaube ich, aber auch schon gezogen. Die letzte? Zelchen, wie? Hä, warte mal, die sind alle Holo? Oder? Lugia ist doch ein guter Hit, oder? Wie machen wir immer auf? Ich mach jetzt. Alle zehn? Ja, mach alle zehn auf. Nee. Ich mache neun auf und dann haben wir alle noch ein Comeback-Potenzial. Was ist das?
hier? Ganz viele Energiekarten oder was? Wie viel ist denn das? Digga, hast du noch nie eine Elite-Trainerbox gesehen? Du hältst jetzt mal die Schnauze. Gott, Alter. Rumatra wird einfach von seinem eigenen Opening rausgehauen. So? Jetzt kommt der Hit? Der Arme. Wieso lachst du? Halt mal. Ist doch geil, das ist doch aus dem Dings, oder nicht? Aber der hat eine miese Qualität, das ist einfach ein Fehler im Dings. Sobald Trimax sein Studio verlässt, einfach nur noch Pechsträhne. Professors Research. Wenn er woanders zieht, einfach nur Pechsträhne, Kapi. Super nice Artwork. Guck mal, die Karten, die Attacke. Ick! Gut. Oh, die habe ich letztens auch gezogen. Oh Gott. Pikachu wie? Ich habe diese Karte so scheiße. Oh Mann. Ja, ich muss wieder das Ding da raus. Thanos, Surprise. Wie schlecht. Hier, so Pi. Der Schrube hört sich die ganze Zeit mit Fick-Sprachnachrichten an und Matrix kriegt das Setup nicht hin. Das ist doch einer der besten, oder? Pi. Nein, oder? Die habe ich auch gezogen. Genauso wie die Forschung des Professors. Die ich weiß nicht, was für ein Potenzial diese Karten haben. Das ist das allererste Pikachu-Artwork. Ja. Aber mit einem ganz anderen Hintergrund. Digga, das ist der vierte Ho-Ho. Dahinter? Ein Garados. Oh, was? Das ist auch einfach drin. Da, Garados. Das ist geil. Digga, was sind da für easy Karten drin? Und nochmal der Pikachu. Okay. Aber man muss mal überlegen, diese 25-jährigen Karten, also diese Jubiläumskarten, die wirst du hinterher nicht mehr kriegen. Das ist also schon was Besonderes, mäßig. Ach, deswegen sind das ja auch solche Packs, Basti. Ja, weil es was Besonderes ist. Das gibt's ja hinterher nicht mehr. Das heißt, die Karten, die du da rausziehst, werden eigentlich super selten. Ja, ach, Basti. Das ist doch der Sinn dahinter. Naja. Als ob sie einen besseren Combat-Score hat als ich. Ja, aber ich weiß nicht. Rockets Zapdos, ich weiß nicht, ob das gut ist. Keine Ahnung. Vor allem, ich habe die Karte einfach zweimal. Ich bin einfach instant, durch ein Win bin ich jetzt einfach Stufe 5 im Battle Pass. Krass. Genauso wie mit Mew. Usabilities play a game deal damage. Okay, ich muss jetzt meine Karten einpacken, dann nächstes dran 10 Stück. Damage. Aber zieht hier jemand Glurak, darf er sofort anderen beiden eine reinhauen. Eine Backpfeife. Was der reinhaut? Alter! Oi. Ja. Yeah. Einfach Turtok bekommen. Rumatra zieht einfach einen Garados. Zieht keinen Garados, ein Turtok. Null. Mit dem ersten Pack. Ja, und jetzt ist noch das Glurak drinne und das Bisaflor und dann ist vorbei. Oh, fick dich! Hä? Das ist gerade nicht passiert, oder? Ich hab's gecallt. Einfach Bisaflor. Ich hab's gecallt. Wahrsager hier. Ich bin einfach ein Wahrsager. Fick dich! Was? Digga, wie low? Oh, wer ist er? Surfing Pikachu Full Art V-Max. Ich muss einfach jetzt noch 9 Matches gewinnen. Unranked. Was ist das? Oh, ist nicht teuer. Nee, Chef Strobel einfach auch Bisaflor gezogen. Moin Meister. Das ist die Frage. Ist Tapulele mehr wert oder Bisaflor mehr wert? Das ist die Frage. Bisaflor ist auf Englisch mehr wert als... Warte mal, hab ich auch ein Tapu Fala, glaube ich, Tapu Fala EX gezogen. Das weiß ich noch. So. Meine Kollegin meinte nur so, diese Karte ist scheiße. Ich hab mir so gedacht, hä? Ist die einzige EX-Karte, die ich hab. Und die ist geil. Marc, jetzt wird's eng für dich, ne? Ich hab noch einen Comeback-Booster. Hashtag hier ist die Macht drin. Jetzt kommt hier Glurak. Warte. Wahrscheinlich. Ja. Summer Center, egal was kommt, okay. Das ist noch mein Comeback. Rumatra ist vorne, das ist klar. Aber wer liegt, was ist mehr? Bisaflor oder Tapulele? Meine Karte ist selten. Aber man muss sich mal geben, Leute. Meine Kollegin, die will sich einfach nochmal eine Trainerbox holen. Beziehungsweise sogar 2 Trainerboxen, wenn die noch haben. Die will sich einfach nochmal 2 Trainerboxen holen. Und, was? Kannst du doch. Ja, aber weißt du, was sie sich erhofft, daraus zu ziehen? Was wollte sie haben? Sie wollte es nach Tara noch haben, sie wollte das Turtok noch haben und sie wollte das Bisaflor noch haben. Und wisst ihr, sie hat schon, glaube ich, 2 bis 3 Stück davon aufgemacht und hat aus, glaube ich, 2
nicht so gutes Zeug gezogen, aber aus der einen hat sie einfach dieses fucking Glurak rausgezogen. Und glaubt mir, Leute, wenn sie nochmal ein Glurak zieht, ne, ratet mal, an wen das geht. Natürlich an mich. Ich krieg das Glurak geschenkt. Aber dafür muss es wirklich, wirklich, wirklich lucky sein, dass sie wirklich nochmal ein Glurak zieht. Wenn sie wirklich nochmal ein Glurak kriegt und ich das kriege, dann bin ich schon mehr als zufrieden. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich will nur das Glurak haben. Mehr will ich nicht. Einfach weil es geil ist. Aber wisst ihr, was der blöde Punkt dabei ist? Ich muss dann das Full Art Glurak abgeben. Mein Full Art Glurak, was ich hier in meiner Box habe, muss ich dann einfach abgeben. Warum? Warum? Weil sie das tauschen will. Und ich habe keine Ahnung, warum will sie unbedingt das Full Art Glurak haben. Ich habe zu ihr halt schon gesagt, ey, ich will eigentlich nicht mein Full Art Glurak hergeben. Weil dann ist mein Set kaputt. Dann ist mein Set einfach voll kaputt. Weil ich habe... Gib's doch nicht. Ja, ich will es auch nicht hergeben. Ich tausche es gegen jede andere Karte. Ist mir egal, welche. Ist mir egal, welche Karte. Es kann von mir aus das, ja, okay, nicht unbedingt das Celebi sein. Und auch nicht das Rayquaza. Das Rayquaza würde ich auch ungern hergeben, muss ich ehrlich sagen. Sie kann von mir aus irgendeine Karte haben. Von mir aus kann sie eine meiner Zapdosse haben. Das ist mir egal. Sie kann von mir aus das Scala Zapdos haben. Full Art ist mir scheißegal. Scala Zapdos, das ist mir scheißegal. Die Karte fühle ich schon, aber ich habe einfach gefühlt drei Zapdos. Ich habe einmal Full Art Zapdos, dann habe ich das Scala, nicht Full Art, das ganz normale Holo Zapdos habe ich, dann das Scala Zapdos Full Art habe ich und dann jetzt auch noch das Rockets Zapdos zweimal. Und ganz ehrlich, das Rockets Zapdos, das hat sie selber, sie kann von mir aus das Scala Zapdos haben. Oder wir machen es so, ich gebe ihr dafür das Holo Lavados. Weil das Holo Lavados, das juckt mich auch nicht. Sieht zwar schon mächtig aus, aber es ist nicht so eine Karte, wo ich sagen würde, okay, da reiße ich mich unbedingt drum. Es ist cool, brauche ich aber nicht unbedingt. Deswegen, also ich würde nur ungern meinen Glurak abgeben. Weil dann wäre einfach mein Set am Arsch. Und das sehe ich beim besten Willen nicht ein. Ich habe hier zwar auch noch zwei Rainbow-Karten. Hundemon, Lapras. Hier ist zum Beispiel Scala Zapdos, Full Art, wo ich gemeint habe, aber das habe ich nicht. Und es ist wirklich weird, aber es stimmt einfach, ich habe wirklich nur eine Goldkarte bis jetzt aus ganzen Pokémon-Sachen rausgezogen, wo ich gezogen habe. Das ist erschreckend, dass ich nur eine Goldkarte gezogen habe, aber hey, ich nehme es so, wie es ist. Natürlich auch noch Full Art Mew, habe ich natürlich auch noch. Ein Lucario, habe ich sogar eigentlich zweimal. Mopeko habe ich auch V-Max gezogen und Ditto, das ist saugeil. Yvital in Secret, wäre geil. Und hier eben meine drei Karten. Einmal Visaflor Full Art, Glurak Full Art und Turtok Full Art. Und wenn ich da mein Glurak abgeben müsste, beziehungsweise tauschen müsste, ich wäre so sauer. Weil dann wäre einfach mein ganzes Set am Arsch. Da habe ich damals so hart drauf gelackt und so weiter, dass ich das einfach zusammenkrieg. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das herzugeben. Nee. Da könnte jeder zu mir kommen und sagen, ja, gib mir das, ich tausche die Karte dagegen. Ah, nee, stimmt ja. Meine Kollegin hat gesagt, wenn sie das Glurak nochmal ziehen sollte, will sie diese eine Karte hier haben, wo ich hier habe. Und zwar ist da Arceus, Dialga und Palkia Tag Team drauf. Diese Karte wollte sie unbedingt haben. Die würde sie gegen das Glurak tauschen. Und ich bin mir nicht sicher, aber
Vielleicht ist es den Tausch wert, ich weiß es nicht. Oder was würdest du sagen, Jeremy? Was? Ich habe hier eine Azeus, Jäger und Palkia GX Tag Team Karte. Ich hab keine Ahnung, Basti. Und das gegen eine Glurak. Ich hab da eh keine Ahnung, also. Aber Leute, es gibt eine Karte, die ich auf jeden Fall nicht hergebe. Und das ist die Knackrak und Giratina GX. Die gebe ich auf keinen Fall her. Die würde ich um Gottes Willen, würde ich die auf... gegen gar nichts auf dieser Welt tauschen. Gegen gar nichts. Ich habe selbst Rayquaza in Dings gezogen, in Secret Rare. Das ist nicht zu glauben. Das ist zum Teil geisteskrank, was ich da gezogen habe. Wisst ihr, das Glurak ist schon eine geile Karte, das sage ich gar nicht. Aber ich brauche es. Ich will es eigentlich haben. So ist es auch wieder nicht. Aber ich finde es halt scheiße, wenn ich dazu sehr seltene Karten von mir hergeben müsste. Und glaubt mir, ich werde nicht viele Karten hergeben, einfach weil es meine Karten sind. Ich meine, ein, zwei kann sich von mir raus haben, das stört mich nicht. Sei es das Lucario, sei es keine Ahnung was. Sie kann von mir das Lucario haben oder so. Und die Dialga und Palkia und Arceus GX Full, nicht Full Attack Team. Weiß ich noch nicht, ob ich die eher wirklich überlassen will. Ich hätte damals davon gar kein Foto machen sollen und der schicken sollen. Das war, glaube ich, ein Fehler gewesen. Das ist ein Fehler, den bereue ich jetzt gerade, glaube ich, noch. Der ein Foto davon geschickt zu haben. Geiler. Er wird öfter gezogen. Nach Cardmarket ist Kapu mehr wert. Okay. Dein Comeback Booster. Comeback Booster, mein allerletzter, der 10. Jeder öffnet jetzt seinen 10. Warum seid ihr so ruhig? Wieso ist das spannend? Das ist jetzt der letzte Hit? Scheiße, kein Hit. Wenn eine Sache feststeht, ist, ich bekomme sie nicht. So, entweder Max oder Chef Strobel. Und das ist eigentlich alles, was wichtig ist für mich. Okay, zieh weiter. Und ist das wert? Echt? Ja. Chillig. Und? Jo, naja. Ist in Ordnung. Take it. Egal, du hast auch ein Comeback. Du bist, das ist die Hoffnung. Das ist der allerletzte Booster. Ah, Tapulele ist es. Ich hab gedacht, Falle habe ich gezogen. Moin, ne? Meister. Ich hab Tapulele gezogen. Das Tapu ist ich bin aus Dorf. By the way, ne? Das stimmt. Willst du links oder rechts haben? Comeback Booster, der allerletzte Booster. Dahinter ist der Hit. Das muss er sein. Oh, ach, halt doch's mal. Das war der schlechteste Comeback. Mich würde einfach mal interessieren, wie viel das Totok wert ist auf Celebrations. Boah, ich hab gegen euch beide gewonnen. Ja, aber schwarz. Wie ich das Blatt gewendet hab, auf Deutsch nicht verloren. Das ist die 21 Cent Backpfeife. Wie findest du die? Boah, ist das geil, Alter. Ich will dir nochmal in die Augen gucken. Wie findest du das? Mich fuckt der Chat noch viel mehr ab. Guck einmal in die Kamera. Boah, ist das geil. Wenn du sie einfach so kassieren würdest, aber es ist gut. Aber wegen 21 Cent und dass du sauer bist auf den Chat, macht es noch viel geiler. Ja, eigentlich am meisten fuckt mich eigentlich der Chat ab. So Leute einfach, die nur Scheiße labern. Oh, wie geil. Das fuckt mich viel mehr ab. Ja, irgendwie das. Ich hasse Leute, die nur Scheiße labern. Der Chat fuckt dich mehr ab als die Backpfeife jetzt. Ich nehme Scheiß auf die Backpfeife. Scheiß auf die Backpfeife, okay. Bist du bereit? Sie darf auf gar keinen Fall zu schwach sein. Ich übertreib nicht. Nee, ich übertreib nicht. Aber schon, das ist... Oh, der Tod in seinem Auge, wie viel Rage. Ist alles so sauer. Mann. Freu dich doch mal ein bisschen, mit mir Spaß, ist doch schön. Wir haben so lange auf Celebration. Hey, du willst lernen, wie man Musik produziert, Games kreiert, Filme dreht oder Software entwickelt? Geh mal weg, Alter. Ich hab's gewartet, jetzt können wir es endlich aufmachen. Ist doch super. Hm? Freust du dich? Du bist der beschissenste Freund, den es gibt. Ja, das stimmt. Du bist echt richtig scheiße. Na, no, das würde ich nicht sagen. Aber ich schaue es mir jetzt gerne an. Das Wichtigste ist, ihr habt euch gestern immer... Nee, nicht schön wegdrehen. Schön hier bleiben. Das Ding ist, ihr habt euch gestern mehrfach aufs Ohr geschlagen. Das war dumm. Ich werde versuchen, hier einen schönen Druck auf diesen Bereich des Kopfes auszuüben. Übertreibe einfach nicht mehr. Okay, bist du bereit? Bereit? Oh, das Mic ist im Weg. Ich muss ein bisschen mehr ausholen. Okay, wieso lachst du? Lach doch nicht dabei. Du bist krank. Findest du das geil? What the fuck? Hier würde ich treffen, okay? Das unerwartetes Toffee. Okay. Mach doch jetzt! Nee, er hat zu heftig gezogen! Er hat zu heftig gezogen! Ja, ich spare halt schon an. Ich muss dann lachen, ich kann nicht, ich kann nicht. Wenn du so dumm guckst, dann muss ich lachen, okay? In diesem Bereich treffe ich, okay?
Scheiße, ist das geil. Bereit? Boom, geslappt. Sauber gemacht, Mann, sauber gemacht. Willst du einfach abhauen? Ich weiß, dass ich wieder verliere. Ah, ja, die Rayquaza Full Art. Geil. Einfach geil, der Stapel hier. Eins kaufst du ab, okay? Geil. Du kannst ja aussuchen, welches. Ich fang wieder an, der Gewinner fängt an. Alter, ist das geil. Zieh die jetzt noch weiter? Okay, 10 Stück wieder. Einer ist der, das hier ist mein Comeback-Booster. Wir gehen jetzt wieder darum, wer die wertloseste Karte zieht, kriegt eine Backpfeife gedrückt. Eben gerade hat Chef Strube verloren und ich gewonnen. Hier ist immer der Hit. Guter Start. Direkt schon mal ein Zehner. Oh, oh, Zekrom into. Reshiram. War der nicht so viel? Nö. Letzter und dann habe ich noch einen Comeback-Booster. Bisher dieser Floor meine beste Karte. Flying Pikachu V-Max. Sieht übel geil aus. Ich meine, das Ding ist so groß wie ein Flugzeug. Was ist meine beste? Dieser Floor, ne? Zekrom, den hat jeder jetzt schon 20 Mal gezogen. Oh, Stechen. Stechen. Was? Alter, was? Mega Rayquaza EX? Fertig. Komm, Freestyle Battle. Wieso sollte ich? Wir gucken jetzt noch hier das Video und dann ist für mich heute Feierabend. Beziehungsweise für jetzt Feierabend. Dann gehe ich pennen. Was für Freestyle-Battle jetzt noch? Für den Trip. Sehr uncool. Sorry, dass du das uncool findest, aber es ist halt einfach so. Wenn ich jetzt gleich pennen gehe, dann gehe ich jetzt gleich pennen. Das ist halt so. Ich mache jetzt hier nicht bis 4 Uhr nachts oder so. Oder 5 Uhr nachts. Warum nicht? Ist dein normaler Schlafrhythmus. Du hast einfach Angst zu verlieren. Das hat nichts mit Angst zu tun. Ich habe einfach gerade keine Lust mehr. Ganz einfach. Ich gehe einfach jetzt nachher schlafen und gut ist. Muss man nichts groß dazu sagen. Und muss ich das verstehen, was ein Freestyle-Battle ist? Jeremy? Freestyle-Battle. Ja, was? Ja, red nicht mehr, du Lügner. Was für Lügner? Ach, aber Jeremy. Tja. Jetzt erklär mir mal, was ein Freestyle-Battle ist. Rappst halt einfach Freestyle. Du rappst und während du rappst, denkst du dir halt einfach den Text aus. Das ist halt ein Freestyle-Battle. Junge, warum gibt's sowas heutzutage noch? Wieso? In welchem Jahrhundert sind wir angekommen eigentlich? Wisst ihr, ich verstehe auch nicht. Wieso sind denn solche Leute noch nachts unterwegs und wollen hier Freestyle-Battle machen? Also, keine Ahnung. Wir gucken hier ganz entspannt Pokémon im Chat und so weiter und dann kommt so ein Typ an. Also, ja, kurz sogar bevor ich noch pennen gehen will. Also, keine Ahnung, was der will. Was kann der? 22 Euro? Nein. 18? Da kommt der Hit. Oh, da hätt's noch was. Auch weniger. Hä? Die nächste darf ich. Ich darf wieder geben. Aber auf gar keinen Fall zu schwach.
Also Leute, ich würde es feiern, wenn meine Kollegin... Oh mein Gott. Ich würde es einfach feiern, wenn meine Kollegin wirklich dieses Glurak nochmal ziehen würde. Also sie macht, glaube ich, nur noch 2 Boxen auf, hat sie gesagt. Das muss ich aber nochmal nachfragen, wie das ist. Aber stellt euch mal vor, sie zieht aus einem dieser 2 Boxen, zieht sie einfach nochmal einen Glurak. Das Glurak gehört dann einfach mir. Sie tauscht es dann gegen eins von meinen Karten. Und, ja. Ich krieg dafür die Glurak und so weiter. Ich wäre mega funny drüber. Ich wäre mega funny drüber, wenn sie nochmal einen Glurak zieht, weil dann habe ich das Glurak. Dann bin ich nämlich mega happy. Kauf sie doch einfach selber. Ja, wahrscheinlich auch Celebration, ne? Kostet doch 100 Euro ungewertet. Ach, halt dein Maul, Jeremy. Ich kauf mir doch keinen 100 Euro Glurak. Hast du ein Rad ab? Ich bin nicht irre. Außerdem, was denkst du, was mein Bruder mit mir macht, wenn ich mir eine 100-Euro-Karte kaufe? Der wird mich durchs Viereck schlagen. Junge, Junge, Junge. Gott, halt's Maul, Scheiße. Selbst du würdest sowas niemals machen. Ich hab gerade meine gesneakt. Ich war gerade meine gesneakt. Wir sind im Pokémon-Game drin. Was schlägt das? Carpador? Glurak, Nachtara und Golden Mew. 3 Karten. Ich zwar schon, aber ich habe auch hier schon kommen. Gezogen. Ich bin nicht enttäuscht. Eine der die in den Top 4 Karten überhaupt. Ne, die, Alter. Cool. Oh, nein. Ihr seid so low mit euren 3 Quasars. Wir packen hier einfach. Ich hab Max ist eher abgefallen, dass wir die Karte gezogen haben, glaube ich, ja, oder? Beides. Aber mach jetzt nicht zu lasch. Wenn die zu lasch sind, ja, dann kassierst du wieder eine. Stimmt. Für jede zu lasche kassierst du eine. Okay, bist du bereit? Ja. Nein, du musst dich ein bisschen anders hinstellen. So, nicht aufs Ohr, sehen. Nicht aufs Auge. So. Nicht zu schwach. Das war schon durchgezogen, aber zu schwach. Du hast eine Chance, Schiffstruppe. Mann, ich will halt. Jetzt hau ihm doch mal eine rein. Guck mal, wie er aussieht. Der ist ein scheiß Oger. Du kannst ihm, glaube ich, gar nicht wehtun. Rocket Zapdos, sehr geil, habe ich noch nicht. Ich will das komplette Set haben, Leute. Ich öffne, ohne Witz, ich würde für 10.000 Euro öffnen. Ich will jede Karte einmal gezogen haben. Junge, ohne Witz. Dieser Flo nochmal, geil. Alter, beide. Ohne Witz. Ich würde einfach Trimax die Rocket Zapdos von mir geben. Ich würde sie ihm einfach geben. Einfach weil ich diese Karte Schmutz finde. Ich habe diese Karte 2-mal gezogen und ich will die Karte nicht mehr. Ich habe überlegt, ob ich nochmal eine Box aufmachen soll von dem Set, aber ich sehe es beim besten Willen nicht ein. Ich sehe es nicht ein. Einfach weil es so ein Scheiß ist. Ich meine, ich kann mich nicht beschweren, die Karte ist cool, die Karte sieht alt aus und die wird safe später noch was wert werden, so ist es nicht. Aber 2-mal die Karte zu haben, ist irgendwie auch schon anstrengend und gleichzeitig kränkt es einen irgendwie. Muss ich leider sagen. Aber ja. Da drinne. Eine 10-Euro-Karte und eine 5-Euro-Karte. Dieser Floor und Professor's Research. Der war nice, aber dann hätte ich das Pack viel wieder verloren. Das reicht schon, danke. Ich war froh drüber. Letzter Booster aus diesem ETB. Ich war froh drüber eigentlich, dass... Ich war eigentlich froh drüber, dass ich Rocket Zapdos einmal gezogen habe. Beim ersten Mal war ich sehr glücklich. Nach dem zweiten Mal war ich einfach nur noch abgefuckt. Ich hab's auch. War doch klar, jetzt könnt ihr euch mal. Also das seid ihr gar nichts Besonderes mehr. Nee, ihr seid beide low. Oh, da kommt was? Mewtwo EX! Die sieht, ist das die? Nee. Alter, wie sieht die denn aus? Junge, es gibt nichts besser als die eigene Homeschüssel. Guck dir das an. Oh, da ist was! Wer ist das denn? Das ist der Don Francis. Don Fun gibt es? Was hat denn der für Ränder? What? Heavy Impact und Earthquake. Exoskeleton. Ich hab mir keiner gesagt, dass es die gibt. Schaschrol, bring mir mein Halloween-Kostüm, bitte. Dein Halloween-Kostüm? Ja, ist hinten hinter der Ablage. Nein, liegt hier hinten. Das ist geil. Ihr müsst sagen, wie meine Verkleidung findet. Ich hasse es, mich zu verkleiden, deswegen habe ich was ganz Einfaches gemacht. Scheiße, alter Chat.
So, das ist es. Bin ich gut verkleidet? Zählt das als Verkleidung? Ja. Dann musst du dich nicht schminken, nicht anmalen, nicht irgendwie einen Umhang tragen oder irgendwie eine Rüstung oder so ein Scheiß. Einfach das Ding und fertig. Max, dann komm ich. Nee, das ist, Entschuldigung, das ist richtig bescheuert. Ach, du, oh, die kannst du noch aufmachen. Ich hab noch zwei kleine. Du hast noch zwei kleine. Ich hab noch zwei kleine. Schnell, 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 Herr Strobel, die Zeit ist gegen uns. Schnell. Komm schon. Ah, nix, Max. Oh! Oh, oh, Schwanz. Hast du ja. Dieser Flo ist mein Favorite, ist geil. Alter, bitte, nichts aus den Top 4. Wow. Wow, 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 wow. Hey, das sag ich immer, wenn ich bei Valorant kassiere. Oder guckt euch das mal an. In 3 Minuten solch einen Stapel, so ein Monster ausgepackt zusammen mit Chef Strobel. Jo, ich bin das Einzige, raus, was wir bekommen, ist jo, ein 20 rein. Cent Starlos und einen 80 oh. Cent Brawly. 99% jo. Verlust. Bye, bye. Gönnt euch auf jeden Fall Pokémon-Karten selber. Stellt euch ein auf 99% Verlust. Mega nice. Ihr könnt aus 100 Euro in 0, nichts 80 Cent machen. Garantiert. Oha. Das ist Wahnsinn. Ich will das auf jeden Fall schlagen. Ich will das Set schlagen. Ich will alle Karten ziehen. Ich möchte das krasse Nachtara. Ich möchte das heftige Karpador, das Mew und das Glurak. Ich werde die 4 Karten ziehen. Koste es, was es wolle. Gute Ansprache, ne? Ja. Mach's nichts zu Hause nach. Leute, wir sind raus für heute. Ultra nice, dass wir bei Romatra streamen konnten. Hört gerne in unseren Podcast rein von Varion und Unsympathisch und mir. Der ist echt gut. Der ist echt gut und der ist jetzt schon seit 2 Wochen Platz 1 in den Charts. Ultra geil, vielen Dank für den Support. Wenn ihr da seid, lasst ein Follow da. Hört gerne rein, witzige Sachen. Genau. Jo, Leute, an der Stelle bin ich jetzt auch raus. Kurz nach Jeremy. Jetzt einfach bin ich auch raus, weil ich bin komplett müde. Gehe jetzt auch pennen. So, ich muss gerade mal wieder die ganzen Benachrichtigungen hier von meinem Handy wegmachen, sonst nervt mich das wieder den ganzen Tag. Ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt an der Stelle auch raus. Ich gehe jetzt pennen. Ich mache jetzt nur kurz die Videos für YouTube noch fertig und dann gehe ich auch schlafen. Ansonsten war ein ziemlich nicer Stream, muss ich sagen. Heute wieder einer mit dazugekommen. Freut mich, vielleicht schaffen wir ja bis Weihnachten noch die 50 Follower. Gucken wir mal. Ich werde dann nochmal heute das Follower-Ziel überarbeiten. Das ist ja sowieso eigentlich schon fertig. Das ist eigentlich schon eigentlich längst abgelaufen. Das sollte ich mal wieder ändern. Auf jeden Fall. Aber gut. Ja, ansonsten, ich streame dann heute Abend wieder, Leute. Mal gucken, wann. Ich weiß noch nicht genau, wann. Wahrscheinlich so gegen abends. Mal gucken, je nachdem, wie weit ich heute komme oder was wir heute machen, das werde ich dann aber separat gucken. Und dann heute Abend schon mal ja, alles vorbereiten, damit ich dann nachher, wenn ich halt wieder hier unten bin, direkt starten kann. Ansonsten bedanke ich mich an alle, die hier mit dabei gewesen sind, die zugeguckt haben, an Jeremy als Moderator, beziehungsweise als Moderator, der hier über den Stream geguckt hat, auch diese Nachrichten von diesem komischen Typ da gelöscht hat. Der Typ am Ende, der war mega weird gewesen. Ich weiß gar nicht, was mit dem war, ey. Der wollte mit mir ein Freestyle-Battle machen, Rap-Battle. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass sowas heute noch vertreten ist, ganz eine komische Sache. Und dann würde ich sagen, euch noch allen heute auf jeden Fall einen schönen Samstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zu einem neuen Stream, Leute. Letzte Chance, noch Follower zu lassen. Und dann würde ich sagen, bis heute Abend, Leute, zu einem neuen Stream. Bye.